Ich heiße euch willkommen zurück zu unserer neuen Folge vom Let's Play Nexomon. Wir haben im letzten Teil unsere erste Quest abgeschlossen für die Gilde. Wir sind jetzt auch schon gleich direkt auf dem Weg zur zweiten. Allerdings ist mir da ein kleines Malheur passiert im Offscreen-Leveling, was ich euch auch nochmal im Nachhinein hochgeladen habe. Bin ich hier aus Versehen etwas zu weit gegangen. Das heißt, dieser kleine Dialog hier mit dem etwas älteren Herren und den Kindern wurde geskippt. Und somit müssen wir ab dem Punkt weitermachen. Und schauen uns jetzt hier im Waisenhaus ein wenig um. Oh ne, hier ist noch eine Treppe. Und da steht doch schon jemand. Ich habe auch noch mal nebenbei ein bisschen gefarmt und Nexomon gefangen. Da habe ich jetzt aktuell alle Starter finden können. Und wenn ihr die erste Quest abgeschlossen habt, wenn ihr genügend Zeit investiert, solltet ihr eigentlich auch ohne Probleme imstande sein, sämtliche Starter zu farmen. Da hatten wir noch mal eben kurz einen Lag. Aber jetzt scheint es wieder weiter zu laufen. Vom Level, wie ihr seht, sind wir natürlich ziemlich overpowered. Sollte aber dabei helfen, hier schnell durchzukommen und vielleicht noch mal das ein oder andere Nexomon hochzuziehen. Dort seht ihr auch schon das Pflanzen-Nexomon. Das habe ich als letztes gefangen. Das ist vom Level deutlich unter den anderen. Das ziehen wir jetzt noch mal eben ein wenig nach. Okay, die Bösewichte suchen also nach einem besonderen Kind. Mal schauen, wer dieses Kind genau sein soll. Den linken Flügel haben wir jetzt somit durch. Schauen wir mal hier in die Mitte. Hier ist auch wieder was. Und sie suchen weiter nach den Kindern. Und sie finden immer noch nicht das Kind, nach dem sie suchen. Dann bekämpfen wir ihn doch auch gleich mal eben. Ah, das ist ein komplett neues Nexomon. Das haben wir bislang noch nicht gesehen. Ich muss sagen, so vom Aufbau und alles gefällt es mir sehr, sehr gut. Und ich habe hier auch schon deutlich mehr Zeit investiert als zum Beispiel in Pokémon Schwert. Da war ich von vornherein ein wenig skeptisch. Und das ist in der Spielzeit auf jeden Fall zu sehen. Hier habe ich auch sehr, sehr viel Spaß damit, einfach so durch die Gegend zu laufen, neue Gebiete zu ergründen, denn hier haben wir so eine Art Open-World-Konzept. Es ist zwar nicht 100% Open-World, aber wir können sehr viel in dieser Welt erkunden und bei einigen wenigen Gebieten werden wir halt aufgehalten, weil dort noch ein wenig Story-Content fehlt, aber ich würde jetzt mal so tippen, bislang 50% der gesamten Welt haben wir erkundet. Auch schon ordentlich Spielzeit gesammelt. Aber rein contentmäßig waren das jetzt ungefähr so Stunde oder eineinhalb ungefähr. Und die restlichen 12, 13 Stunden sind nur Grinden und Nexomon fangen.
Und im Bereich des Breedings, also der Zucht, habe ich auch wieder neue Infos. Das ist hier nicht möglich. Aktuell können wir nicht züchten, wird wahrscheinlich auch nicht in Zukunft kommen. Hat aber auch einen großen Vorteil. Jedes Nexomon ist von den Werten sozusagen perfekt. Wir müssen auf keine SVs achten. Wir müssen kein EV-Training durchführen, sondern können einfach so loskämpfen. Wäre für das PvP sehr nice, weil jeder dann ungefähr so die gleiche Ausgangslage hätte. Da wäre dann wirklich entscheidend, wie man das Team aufbaut und welche Skills man beibringt. Allerdings habe ich hier noch keine Möglichkeit gefunden, irgendwie PvP oder auch Mehrspieler-Elemente zu spielen. Aber wir sind ja auch noch sehr weit am Anfang dieses Games. Oh, da passiert was. Ah, alles klar. So ein bisschen psychomäßig. Und wir werden bedroht von einer komischen Stimme. Aber dieser Effekt ist jetzt auch schon wieder weg. Und da ist auch wieder der alte Herr. Ein bisschen Geld und neue Fallen. Nehmen wir mit. Vom Sound her gefällt mir das auch eigentlich sehr gut. Dafür, dass das Game aktuell nicht wirklich viel kostet, macht es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß und bindet mich auch schon einige Stunden. Obwohl wir, wie schon eben gesagt, contentmäßig so gut wie noch gar nichts entdeckt haben. Okay, alle hauen ab und wir müssen mit dem alten Mann alleine reden. Interessant. Er möchte uns Antworten geben. Mal schauen, was er uns jetzt erzählt. Klingt interessant, also es soll einen Tyrannen geben, der gut ist. Der legendäre Tyrann des Lichts. Aha. Okay, und dieser gute Tyrann wurde also auch von unseren Eltern gesucht. Tyrannenrelikt, okay. Gut, jetzt haben wir quasi das Relikt bekommen, was uns vererbt wurde.
Mal schauen, okay, rechts sehen wir jetzt das Relikt, so wie man es auch aus anderen Videos kennt. Jetzt haben wir es endlich. Hier können wir jetzt einfach so durchlaufen. Die Kämpfe habe ich schon durchgeführt. Es sind auch nichts Besonderes, nichts Spektakuläres. Aber dieser Part hier ist neu. Okay, jetzt müssen wir eine Hexenhellseherin suchen. Die sollte uns mehr über das Relikt erzählen, das wir von unseren Eltern geerbt bekommen haben. Okay. Hier in dem Bereich soll es auch das Geister-Starter Nexomon geben, was wir uns ganz am Anfang ausgesucht haben. Aber dadurch, dass wir es ja schon haben, ist das jetzt nicht so relevant für uns. Da fällt mir ein, wir haben die Scherben eben noch nicht abgefarmt. Müssen wir gleich nach dem Kampf unbedingt nochmal machen. Vom Style her gefallen mir die Nexomon auch sehr gut. Die machen auf jeden Fall was her. Aber da fällt mir ein. So, wir holen uns erstmal schnell die Scherben. Und dann werfen wir nochmal eben einen Blick auf unser Team, denn da hat sich auch was geändert. Unser Starter hat sich entwickelt. Dann habe ich das Feuerstarter gefangen und es dann auch wiederum entwickelt. Unsere kleine Fledermaus ist hier zu einem, ja, Graf Dracula geworden. Dracli, der Name deutet auch schon ein wenig darauf hin. Das ist das Pflanzenstarter, hat sich auch entwickelt. Unser Wusi hat sich noch nicht entwickelt. Und Dinja hat sich ebenfalls entwickelt. Also da sind wir schon auf einem guten Wege. Das nächste Ziel ist es, die vier Starter komplett zu entwickeln auf ihre dritte Stufe. Lumfur müsste auf Stufe 34 die Entwicklung vollziehen. Deswegen ziehen wir ihn mal nach vorne, damit er nochmal die letzten verbliebenen beiden Level bekommt. Hier die Feuerpfeife nehmen wir auch. Ah, ich habe ganz vergessen, euch noch was zu zeigen, denn in der Hauptstadt haben wir jetzt die Möglichkeit, wo ist es denn? Genau, mit diesen Scherben Kerne herzustellen. Diese Angriffskerne, Verteidigungskerne, EP-Kerne. Also die Scherben müssen wir jetzt unbedingt immer im Auge behalten, damit wir dann auch entsprechend die Kerne herstellen können. Also statt der Zucht gibt es hier die Kerne, womit wir dann auch noch bestimmte Werte von unserem Nexomon erhöhen können, verbessern können. Aber am Anfang werde ich wahrscheinlich erstmal einiges in die Erfahrungspunkte Kerne packen. Coco ist als Sidekick auch richtig cool, weil er immer im richtigen Moment mit seinen Gesichtsausdrücken und Sprüchen nochmal die ganze Geschichte auflockert und ein wenig Humor reinbringt. Und wir haben wieder eine goldene Falle, sehr schön. Nimm sein Zeug nicht, sagt er.
wie gesagt, also Coco ist als Sidekick richtig geil. Okay, Deva und Griff. Dann werden wir gleich doch mal im Gebüsch ein wenig Ausschau halten. Ah, die Quest erhalten wir jetzt auch. Dann kriegen wir wieder eine neue goldene Falle. Sehr schön. Okay, wir können so tun, als wäre es niemals passiert. Alles klar. Ich wollte euch noch mal kurz was zeigen. Und zwar, wo ist es denn? Genau, hier haben wir so ein Tribut der Natur bekommen. Das ist meines Wissens nach ein Item, womit wir dann ein legendäres Drachenpflanzen Nexomon beschwören können. Oh, hier haben wir Loom. Aber den haben wir ja schon. Deswegen können wir ihn einfach umhauen. Und mit diesen Scherben müssen wir dann an die entsprechenden Spots gehen und können dann das Nexomon beschwören. Und da wir Goldfallen haben, muss man eben nachschauen, wie viele wir denn davon haben. 5 Stück. Können wir 5 legendäre Nexomon auf jeden Fall First Try fangen. Denn die goldenen Fallen haben eine Fangrate von 100%. Vergleichbar so wie der Meisterball. Hier holen wir uns erstmal die ganzen Items und dann gucken wir mal. Coco ist schon ganz außer sich vor Freude. So, den nehmen wir jetzt hier nochmal mit. Denn da werden wir wieder einiges an EP bekommen. Hier können wir ruhig den schwachen Angriff wählen, damit wir nochmal ein bisschen Ausdauer sparen. Ich habe aber auch in der Zwischenzeit ein Item gefunden, was uns dann entsprechend mehr Ausdauer regeneriert. Also generell solltet ihr hier sehr viel durch die Gegend laufen, überall mal reinschauen, jede Kiste öffnen, jedes glitzernde Element, was ihr so seht, anklicken, denn da verstecken sich schon sehr hilfreiche und nützliche Items. Sehr schön, den... Ah, Dreva ist das. Genau der, den wir benötigen. Okay, das hat nicht geklappt. Also von dem müssen wir dann sowieso 2 fangen, denn einen geben wir ab. Und den anderen würden wir dann behalten, um ihn natürlich zu entwickeln und zu behalten. Den können wir ins Team aufnehmen, weil wir ihn dann dem Baum zeigen. Und perfekt. Ja, der hat jetzt ein wenig mehr HP, aber wir haben genügend Fallen, das sollte passen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass wir ihn nicht im First Try fangen. Spezielle Fallen verwende ich hier erstmal nicht.
Den packen wir aufs Lager. Da haben wir wieder ein paar Scherben. Jetzt brauchen wir nur noch Griff. Und dann können wir dem Baum seine Kumpels vorbeibringen und die Sidequest abschließen. Also der zweite Fangversuch gelingt meistens, aber hin und wieder, je nachdem, was es für ein Nexomon ist, wie viel HP es hat, habe ich auch schon ein wenig mehr als zwei Versuche benötigt. Doch noch mal schnell den Kampf, denn die normalen wilden Nexomon bringen zu wenig EP für das Level, was wir jetzt aktuell haben. Die Skalierung des Levels richtet sich dann auch so ein wenig nach dem Content-Verlauf. Je weiter wir voranschreiten in der Story, desto stärker werden dann auch die Nexomon. Wenn wir im Content-Verlauf nicht weitergehen, dann bleiben sie ungefähr auf derselben Stufe. Was dann auch nochmal hilfreich ist, wenn wir denn zusätzliche Nexomon hochleveln wollen. Aber generell, wenn ihr hin und wieder mal eine halbe Stunde oder dergleichen in Farm investiert, solltet ihr keine Probleme haben, irgendwie durch den Content zu kommen. Soweit erstmal meine Erfahrung. Da haben wir noch Griff. Okay, das war jetzt etwas zu viel. Den wollte ich jetzt eigentlich gar nicht angreifen. Hier wechseln wir mal auf unseren Pflanzenstarter. Hat wieder nicht geklappt, okay. Die speziellen Fallen und Futter habe ich eigentlich bislang nur eingesetzt, um die Starter zu fangen. Den nehmen wir noch mal eben ins Team auf. Laufen noch mal eben schnell zum Baum zurück. Da haben wir wieder einen Erfahrungskern. Lass uns darüber nicht zu sehr nachdenken. Sehr schön. So, was passiert, wenn wir jetzt hier zurückgehen?
Okay, hier haben wir jetzt erstmal nichts weiter. Sehr schön, ein HP. Und diesmal sogar First Try, sehr schön. Packen wir aufs Lager. Wir bräuchten jetzt mal einen Computer, um unsere beiden Nexomon wieder ins Team zu holen, die wir abgegeben haben. Was ist mit dem Dude los? Wieso haut er uns um? Ach, das ist eine Frau. Und jetzt kommt auch noch ein Briefträger, der uns umhaut. Okay, der Postbote ist ein wenig retarded. Aber Coco übernimmt die Kommunikation, da müssen wir nicht viel machen. Ja, der Postbote ist ziemlich retarded. Wir gehen jetzt erstmal hier in das Gebiet hinein. Okay, sehr viele Geister. Da haben wir auch wieder einen Portpunkt. Okay, unsterbliche Zitadelle, Hexe hat alle verflucht, schon 1000 Jahre her, alles klar. Dann greifen wir uns hier erstmal die Items. Tank ist immer gut, aktivieren den Warpstein. So, ich zeige euch mal eben die Karte. Also wie ihr hier seht, wir haben hier schon verdammt viele Warpsteine. Und die sind alle, oder habe ich direkt geholt, nachdem wir die erste Quest abgeschlossen haben. Da ist auch noch was. Gegengift, sehr schön. Hier haben wir noch eine Quest. Eierkuchen und eine Fleischkeule. Den Rest haben wir und bekommen ein wenig was dafür. Psychofalle, okay. Eine Pflanzenfalle. Nochmal ein kleiner Kampf. Oh, ich habe gar nicht auf die Ausdauer geachtet.
Oben links seht ihr auch, dass wir die Möglichkeit haben, uns hier die Werte anzuschauen. Und mit dem rechten Stick können wir auch aussetzen und bekommen dann dafür Ausdauer. Das hatte ich beim letzten Mal gar nicht erwähnt. Ich habe es aber auch ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Dann setzen wir noch mal eben aus. Hat noch nicht ganz gereicht fürs 33er Level Up. Hier werden wir uns mal hochheilen, damit wir genügend Ausdauer haben. Ah, sehr nice. Aber der Loot war jetzt nicht so der Burner. Da ist der Loot jetzt hier deutlich besser mit den drei Scherben. Ah, shit. Hat er nicht überlebt, können wir nicht fangen. Obwohl, wir können hier nochmal eben schnell einen mitnehmen. Denn jetzt haben wir das Level 33er Update. Auf Level 34 entwickelt er sich in seine letzte Form. Okay, das scheint hier ein Spot zu sein später für einen legendären Drachen. Lass uns hier noch mal eben schauen. Hier ist ein Händler. Medlas, okay. Ein Medusa-artiges Temtem. Also da kommt auch schon wieder die Liebe zum Detail. Die Nexomon sind auf jeden Fall ziemlich cool designt. Also das muss man dem Entwicklerteam lassen. Nächste Psychotante. Ah, ein neuer Begleiter, okay. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Stellt 200 Lebenspunkte her, ist auf jeden Fall nice. 200 Lebenspunkte und 200 Ausdauer ist auch nice. Ach komm, Geld haben wir sowieso genug. Hier werden wir auch noch mal 5 kaufen. Tränke haben wir bislang nur einmal, meine ich, wirklich benötigt. Die sind jetzt für den Notfall, wenn es dann wirklich mal eng werden sollte, dass wir dann auch was machen können. Uns gegen den Tod anheilen zum Beispiel.
Coco ist wieder begeistert. Nehmen wir einfach mal die Zahl. Was für ein Zufall. Okay, alles klar. Also am Anfang habe ich gedacht, was ist Coco für einer? Wieso läuft er uns die ganze Zeit hinterher? Aber mittlerweile weiß ich ihn auf jeden Fall sehr zu schätzen. Dann wollen wir doch mal schauen, was die Hexe hier für uns hat. Wieder ein Begleiter. Oh, das ist sogar unser Starter. Sehr schön. Okay, was müssen wir ihm jetzt geben? Alfred. Den Dinger können wir ihm geben, kein Problem. Dafür bekommen wir wieder auch einen kleinen EP-Boost, müsste glaube ich auch schon der vierte sein. Gut, dann laufen wir mal aus der Stadt hinaus und gucken mal, ob der gute Alfred dort irgendwo rumeiert. Gucken wir noch mal bei den Sidequests. Da ist er. Okay, da steht jetzt östlich der Zitadelle. Dann laufen wir noch mal hier zurück und jetzt laufen wir in Richtung Osten. Da oben ist nix. Ja, 200 Geld für ein paar Scherben machen wir doch gerne. Ein Gierkernpudding. Können wir uns hier auch und hier können wir auf unsere Box zugreifen. Sehr schön. Dann sollten wir hier. Okay, wir können hier auch mehrere Boxen wählen. Ah, Rapnutz habe ich auch gefangen. Ein sehr seltenes Nexomon soll auch verdammt stark sein. Aber
Einen Normaltypen möchte ich erstmal nicht ins Team aufnehmen. Ah, da fehlen uns Tränke. Die Quest können wir noch nicht abschließen. So, wo ist jetzt der gute Alfred? Okay, Tyrant wurde gesehen. Wir haben goldene Tamer Ballen. Von daher würde es passen, aber wir kommen hier nicht durch. Also ich bin jetzt irgendwie ein wenig... Okay, war die Treppe hier vorher auch schon da? Aha. Wir und unser Haustier. Und Coco ist natürlich nicht begeistert. Sehr geiler Dialog. Vor allen Dingen dieser Hinweis auf ein Computerspiel und er, was hast du gesagt? Schön ist auch, wie die Coco hier den Dialog übernimmt. Wir brauchen endlich gar nichts zu sagen. Unser Sidekick macht das schon alles. Friedhof der Nexomon, sehr schön. So, da kriegen wir den... War das ein Eierkuchen, der uns gefehlt hat für die eine Quest? Auf jeden Fall war irgendwas mit einer Keule dabei. Hier noch mal eben schauen. Genau, den Eierkuchen bekommen wir da von der Quest. Und ah, da haben wir schon den ersten Störenfried. Aber das werden wir uns im nächsten Video mal genauer anschauen, was dort für drei Störenfriede sind. Und dann werden wir natürlich auch wieder weiter in der Story voranschreiten. Bis dahin, baut keinen Scheiß, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Let's Play.